Ich weiß alles über Diablo, beziehungsweise dachte ich das, bevor ich in die Season 4 gestartet bin. Doch wie unrecht ich hatte und wie viel Zeit und Gold mich das kosten würde, bemerkte ich es viel zu spät. Damit euch nicht das gleiche passiert und wie ihr Zeit und Millionen an Gold sparen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Eins der wichtigsten Futures und Hilfestellungen in Diablo 4 ist der Codex of Power. Dieser ist unterteilt in Aspekten und Härtungsrezepte. Alle legendären Items, die ihr beim Schmied sammelt und zerstört, werden in euren Codex of Power gespeichert, beziehungsweise wenn sie neu sind oder eine Verbesserung zu dem davorigen zerstörten Gegenstand darstellen. Bereits maximierte Aspekte werden mit einem gelben Balken dargestellt. Spezifische Klassenaspekte werden mit einem Symbol oben rechts am Aspekt dargestellt. Die Zahlen in den Symbolen, zum Beispiel wie bei meinem Aspekt der ablenkenden Barriere, 10 von 11, sagt an, dass ich noch eine weitere Erhöhung kriegen kann für den maximalen Wert. Zum Beispiel bei Aspekt der Ahnmacht habe ich bereits 16 von 16. Das bedeutet aber nicht, dass ihr 16 mal den Aspekt finden müsst und jedes Mal eine Erhöhung kriegt. Ihr müsst immer einen höheren Wert finden. Wenn ihr als allererstes zum Beispiel den direkt maximalen Wert findet und dieses Item dann beim Schmied zerstört, habt ihr direkt 16 von 16. Zusätzlich könnt ihr mit der Leertaste oder der entsprechenden Taste auf eurem Controller Aspekte als Favoriten markieren. Solltet ihr keine Favoritenmarkierung haben, sind die Aspekte immer nach Namen sortiert. Da wir schon beim Okkultisten sind, schauen wir uns jetzt nochmal den Gegenstand Verzauberung Option an. Und zwar können wir einen Stat jederzeit umrollen. Allerdings sollten wir vorher unbedingt auf das rote Symbol klicken, um mögliche Affixe anzusehen. Hier werden nun alle Affixe aufgelistet, die wir möglicherweise erhalten können. Beim genaueren Hinsehen sehen wir jetzt, dass es hier keine Angriffsgeschwindigkeit auf Waffen mehr gibt. Dies war auf dem PTR noch anders. Und die meisten Guides weisen Attack Speed auch noch als besten Stat auf. Macht also nicht den gleichen Fehler wie ich, indem ihr einfach auf Umrollen drückt und das 10, 20, vielleicht auch 30 Mal. Und so verzweifelt seid, dass ihr schon andere Waffen nimmt, weil es immer teurer wird. Und ihr einfach denkt, ihr habt so viel Pech, dass ihr nie Attack Speed kriegt. Ich habe dadurch knapp 40 Millionen verrollt. Hätte ich vorher einen Blick in die möglichen Affixe getan, hätte ich gesehen, dass ich keinen Attack Speed rollen kann. Wenn ihr die Option habt, beim Leveln zu härten, härtet. Zum Beispiel Schaden gegen Nahkampf und Fernkampf kriegt man relativ früh. Da ist natürlich in den meisten Fällen Schaden gegen Nahkampf sehr wichtig. Dieses findet ihr unter Offensiv und natürliche Finesse. Der Schaden gegen Nahkampf, der um 85% erhöht wird, auf Zweihandwaffen doppelt so stark ist, boostet euch zum Anfang enorm. Auch der einfache Schaden natürlich. So könnt ihr eurer Ausrüstung einen weiteren Stat hinzufügen. Ab der Ahnenstufe sogar zwei. Es ist nicht möglich, jeden Stat auf jedes Item zu rollen. Zum Beispiel können wir auf Helme nur Defensiv- und Vielseitigkeit-Aspekte rollen. Das gleiche zählt für die Brustpanzerung, aber auch für eure Hosen. Vielseitigkeitsaspekte können dabei auf euren Helm, Brustplatte, Hosen sowie Schuhe und Handschuhe gerollt werden, also alle Rüstungsgegenstände, zusätzlich aufs Amulett. Defensivfähigkeiten können auf Amulette, Helm, Brust und Hose gerollt werden. Auf Amulette kann man fast alles rollen, außer Waffenaspekte. Und die letzte Kategorie Offensiv könnt ihr auf Amulette, Waffen, Handschuhe und Ringe rollen. Hier kriegt ihr eure Kraft her. Das heißt, in der Levelphase solltet ihr euch auch auf diese Items konzentrieren. Das Leveln in der Helmflut ist nicht immer die beste Option. Bis Weltentierstufe 2 ist das Ganze in Ordnung. Allerdings nur, wenn du nicht nur bei Kaylays Altar kämpfst. Das Kämpfen bei Kaylay gibt dir vergleichsweise weniger Erfahrung, allerdings etwas mehr Gegenstände. Besser ist es, wenn ihr euch durch die Höllenflut kämpft. Lasst Events links liegen und konzentriert euch auf das Töten von Monstern, vorzugsweise Elitegruppen.
um euren Akkrometer möglichst schnell aufzubauen. Zusätzlich solltet ihr die Altare anklicken und möglichst beenden. Sprich mit allen Priestern, um Schadgoblins oder weitere Elite-Monster zu beschwören. Ab der Weltenstufe 3 solltest du unbedingt in die Nightmare Dungeons. Diese geben euch deutlich mehr Erfahrung, wenn du alle Events absolvierst. Vor allem verfluchte Boden und Pylone geben einen massiven Erfahrungsboost. Zudem levelt ihr so frühzeitig eure Glyphen. Die besten Nightmare Dungeons für XP sind Chirokko-Höhle, Blindenhöhle, Lichtwach und Serrats Unterschlupf. Übrigens, ihr erhaltet für Monster, die 25 Level über eurem eigenen sind, den maximalen EXP-Bonus. In den Nightmare Dungeon der Stufe 47 und höher sind die Gegner bereits mindestens Level 100 und droppen somit immer die höchste Ausrüstungsstufe. Eine Tierliste der besten Nightmare Dungeons für Erfahrungspunkte, Glyphen-EXP und auch eine kombinierte Liste aus beiden findet ihr in der Videobeschreibung. Denkt bitte auch zusätzlich daran, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein und helft mir dabei, die 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Das nächste Thema kennen diejenigen von euch, die mir schon etwas länger folgen. Allerdings kann ich das Thema nicht genug betonen. Damit ihr euch mit der linken Maustaste immer fortbewegen könnt, ohne versehentlich eine Fähigkeit zu nutzen, legt euch den fünften Skill auf eine alternative Taste. In meinem Fall habe ich die Taste 5 gewählt. Da ich sehr lange Finger habe, ist das für mich die bequemste Variante. Aber dazu müsst ihr noch folgende Optionen aktivieren. Wir öffnen die Option, gehen in Steuerung und deaktivieren die Option Bewegen, Interaktion und Basisfähigkeitsplatz kombinieren. Danach können wir unsere Basisfähigkeit, die wir vorher auf der linken Maustaste hatten, auf eine neue Taste legen. In meinem Fall, wie schon gesagt, die Taste 5. Wichtig ist, dass ihr danach auch noch Bewegen und Interagieren auf die linke Maustaste legt. Nicht nur Bewegen. Wenn ihr nur Bewegen auf die linke Maustaste legt, könnt ihr euch zwar frei bewegen, könnt aber keine Kisten oder NPCs mehr ansprechen. Zumindest nicht mit der linken Maustaste. Zwei weitere wichtige Optionen verstecken sich im Gameplay. Hier aktivieren wir den erweiterten Tooltip-Vergleich und erweiterte Tooltip-Informationen. Durch die eine Option sehen wir die Min- und Max-Werte eurer Stats, zum Beispiel hier Stärke. Hier wäre der Wert 152 bis 180. Dies würde euch andernfalls verborgen bleiben. Übrigens, große Aspekte haben immer den maximalen Wert plus weitere 50%. Durch die andere Option können wir zwei Items direkt miteinander vergleichen. Als nächstes haben wir wohl den wichtigsten Tipp. Spiel das, was dir Spaß macht. Das mag sich jetzt banal anhören, aber wenn du intuitiven, dynamischen und direktes Gameplay suchst, ist die derzeit beste Klasse der Totenbeschwörer nichts für dich. Der Totenbeschwörer ist langsam und undynamisch. Zudem ist er mit dem Minion-Build auch abhängig von der KI seiner Minions. Das heißt, wenn dich sowas stört, wird dir die Levelphase und das grundsätzliche Farmen von Materialien für deine Ausrüstung keinen Spaß machen. Überlege dir deshalb lieber genau, ob du nicht lieber eine andere Klasse spielen solltest. Ich selbst habe mit dem Totenbeschwörer angefangen und habe danach auf Barbar gewechselt. Hast du Schwierigkeiten bei der Entscheidung? Dann schau doch in meinen letzten Diablo Meta Update vorbei. Dieses findest du oben rechts in der Infobox und in der Videobeschreibung. Zudem macht das gemeinsame Dämonenschlachten viel mehr Spaß als alleine. Solltest du noch eine Community suchen, schau doch mal bei Ein Herz für Gauner vorbei. Dort findest du neben einer freundlichen Community auch immer eine helfende Hand. Den Link zum Discord für Ein Herz für Gauner findest du in der Videobeschreibung. Erneut die Bitte, bitte denk daran, meinen Kanal zu abonnieren und vor allem einen Kommentar dazulassen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.